Herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. In diesem möchte ich dir zeigen, wie du einen Trackmania in Klammer 2020 Dedicated Server aufsetzen kannst. Wir werden hier in diesem Tutorial wirklich nur den einfachen Basis Dedicated Server aufsetzen. Ich werde dir hier nicht zeigen, wie du die Rekordesysteme wie zum Beispiel UASECO oder PyPlanet installieren kannst. Das ist dann nochmal ein Thema für sich, was wir nochmal in einem separaten Video dann betrachten werden. Damit wir das Ganze umsetzen können, haben wir natürlich ein paar Anforderungen, die sind aber sehr niedrig. Zum einen brauchen wir natürlich einen Server oder einen Rechner bei dir zu Hause oder in einem Rechenzentrum, der dann nachher den Dedicated Server betreibt. Der braucht Minimum einen Kern, der sollte dann 3 GHz haben. Wenn du mehrere Kerne in der CPU drin hast, dann reichen hier auch 2 GHz. Also man braucht hier kein Rechenmonster. So ein Dual-Core-System reicht vollkommen aus. Auch bei V-Servern und Co. 2 Kerne absolut top. Dann brauchen wir natürlich Minimum 512 MB RAM, 1 GB ist besser. Je nachdem, wie viele Spieler dann nachher auch auf dem Server drauf sind, brauchst du vielleicht etwas mehr RAM, aber mit 512 kannst du schon mal einen Basisserver aufsetzen. Dann brauchen wir noch etwa 5 GB Festplattenspeicher, besser wären 10. HDDs sind vollkommen ausreichend, SSDs sind natürlich super. Zum guten Schluss brauchen wir natürlich noch eine Internetanbindung. Die Internetanbindung sollte über ein LAN-Kabel erfolgen, nicht WLAN. Wenn du das Ganze bei dir zu Hause betreiben möchtest, dann solltest du in deinem Router auch die Ports freischalten. Wie das Ganze funktioniert, werde ich hier nicht zeigen, weil das ist auch wieder ein Thema für sich. Dazu habe ich schon mal ein Video erstellt, findest du auch unten in der Videobeschreibung. Als Betriebssystem haben wir zwei Möglichkeiten, entweder auf Windows oder auf Linux. Ich werde das Ganze hier auf Linux umsetzen, da ihr wahrscheinlich eher den Dedicated Server in einem Rechenzentrum dann betreiben möchtet und dort sind einfach Linux-Server viel, viel günstiger zu bekommen als Windows-Server. Wenn du das Ganze bei dir zu Hause auf einem Windows-Rechner umsetzen möchtest, absolut kein Problem. Du kannst alles 1:1 nachmachen, nur die Startdatei am Ende, die ist ein bisschen anders aufgebaut. Das werde ich aber dann auch noch zeigen. Bei den Anforderungen müssen wir allerdings noch einen Punkt mit dazu nehmen, und zwar wir benötigen einen Trackmania Club Account. Wir brauchen also diesen Club Access, dass wir einen Dedicated Server erstellen können. Wer die Free Edition oder die Standard Edition hat, der kann keinen Dedicated Server erstellen. Deswegen ist die Club Edition zwingend erforderlich. Diesen Account benötigen wir auch später. Hat ein Freund diesen Account, dann muss der dir jetzt gleich folgende Schritte noch erledigen. Wir beginnen mit der Installation unseres Servers, indem wir einmal ins Internet gehen und die Player-Page von Trackmania aufrufen. Diese erreichst du unter players.trackmania.com, Link dazu auch unten in der Videobeschreibung. Je nachdem, wann du diese Webseite aufrufst, kann es sein, hier ist mal mehr oder weniger zu sehen. Aktuell ist das Ganze noch im Aufbau. Wir gehen hier oben auf Login und loggen uns dann hier mit unserem Ubisoft-Konto an, welches Trackmania 2020 in der Club Edition besitzt. Okay, und dann sind wir auch eingeloggt. Wir sehen hier oben unseren Account, das ist eben meiner und damit sind wir drin. Kleiner Tipp von mir noch, wenn du ein guter Firefox-Nutzer bist, du musst hier oben hier die Schutzmechanismen leider ausschalten, weil sonst funktioniert der Login hier unter Umständen nicht richtig. Deswegen, falls du dort Probleme hast, mach den Schutz hier aus, dann funktioniert das Ganze wieder. Adblocker und so kann problemlos eingeschaltet bleiben. Wir gehen dann hier auf Manage. Und gehen dann hier auf der linken Seite auf Dedicated Servers. Hier finden wir all unsere Dedicated Server Accounts. Solltest du noch keinen haben, ist hier einfach die Liste leer. Hier sind jetzt eben aktuell meine. Wir haben hier den Login-Namen und die Account-ID. Letzteres ist eher uninteressant für uns. Wir gehen hin und drücken hier auf Create a New Dedicated Server Account und geben dann hier einen Wunschnamen ein. Einfach ein Wunsch-Login für deinen Dedicated Server Account. Der kann zum Beispiel euren Clan-Namen sein, euren Servernamen mit einem gewissen Map-Typ oder was auch immer. Hier kannst du irgendeinen Wunschnamen eben jetzt eingeben und dann auf Daten absenden klicken. Sollte der Login-Name durch eine andere Person leider schon verwendet worden sein, dann musst du dir halt Gottes Namen einen anderen ausdenken. Wichtig, nachdem du auf Absenden geklickt hast, wird dir ein Passwort angezeigt. Schreibe dieses Passwort auf jeden Fall auf, denn du kannst das nicht ändern, zumindest nicht aktuell. Wenn ich hier wieder zurückgehe auf Dedicated Servers, dann siehst du hier meine Accounts und diese kann ich nicht anpassen. Ich habe hier ein einmaliges Passwort bekommen und das musste ich mir aufschreiben, ansonsten ist dieser Account wertlos. Das Problem jetzt aktuell, ich kann hier auch keine Accounts löschen. Also ich habe jetzt hier so einen Test-Account, hier habe ich den Delete-Button, ich kann jetzt hier drauf drücken, wie ich will, da passiert einfach gar nichts.
Deswegen auf jeden Fall die Zugangsdaten sicher irgendwo aufbewahren. Schreibe diese dir am besten irgendwo mal kurz auf, in eine Textdatei oder so, und behalte diese mal im Hinterkopf, denn die brauchen wir später. Wir gehen jetzt hier erstmal wieder auf Logout und besorgen uns nun die Dedicated Server Files. Diese finden wir im Trackmania Forums Bereich des Ubisoft Forums, Link dazu auch unten in der Videobeschreibung. Wenn wir hier ein bisschen weiter runter scrollen, kriegen wir hier direkt den ersten Post angezeigt. Dieser beinhaltet auch den Link zu den aktuellsten Serverdaten. Wir haben hier im Download und dann haben wir hier den Link zu den aktuellsten Serverfiles. Wir können andrücken und die Daten hier einmal runterladen. Sind aktuell 292 MB. Da ich das Ganze ja auf meinem Linux-Server umsetzen möchte, drücke ich hier nochmal auf Abbrechen und lade das direkt auf dem Server runter. Ist einfacher und geht schneller. Wir lassen aber die Webseite hier noch im Hintergrund auf, denn ich brauche gleich den Link. Gut, wir loggen uns nun auf unserem Server ein. Ich mache das Ganze jetzt hier mit PuTTY. Mache also mal kurz PuTTY auf und ihr loggt euch jetzt hier, wenn ihr auch einen Linux-Server habt, eben auf eurem Linux-Server ein. Ich habe den jetzt hier in meine Lesezeichen gepackt und logge mich dann direkt mit meinem normalen Benutzer eben ein. Der nennt sich Test. Dann habe ich hier jetzt eben meine Linux-Maschine. Das ist ein ganz normales Debian 10, läuft hier aktuell in meinem Netzwerk. Also ich betreibe den Server jetzt hier fürs Tutorial aus meinem privaten Netzwerk raus. Sollte auch problemlos funktionieren. Mein Testbenutzer hat keine besonderen Rechte. Wir brauchen jetzt auch keinen Root-Account. Ist auch nicht wirklich empfehlenswert, das Ganze auf einem Root-Account ausführen zu lassen, aus Sicherheitsgründen und so. Deswegen mein ganz normaler Test-Account reicht hier vollkommen aus. Wenn wir hier reinsehen, dann habe ich jetzt hier schon mal einen Ordner angelegt. Den habe ich jetzt TM-Server genannt. Da können wir auch direkt reingehen. Das ist ein ganz normaler leerer Ordner. Hier packen wir jetzt nur alles rein, dass es etwas übersichtlicher bleibt. Wir laden uns die aktuellen Serverdaten runter, indem wir hier wget eingeben und jetzt den Link für den Download hier einfach reinkopieren. Also kopieren wir hier kurz den Link, fügen den hier dann mit Rechtsklick ein und drücken auf Enter. Je nachdem, wie schnell die Ubisoft-Server sind, kann der Download einen kleinen Moment dauern, sind nicht unbedingt die schnellsten, wie ihr hier gerade seht. Auch wenn ihr das Ganze in einem Rechenzentrum runterladet, es kann einen kleinen Moment dauern. Gut, ist der Download abgeschlossen, dann haben wir hier eigentlich jetzt in der Regel dieses ZIP-Archiv. Das entpacken wir jetzt kurz mit unzip, Leerzeichen und dann den Namen des Archivs. Mit Tab können wir das Ganze auf autovervollständigen, drücken Enter und dann entpackt er das Ganze. Sollte nicht allzu lange dauern. Wir gucken rein, jetzt haben wir hier jede Menge lustige Dateien. Wir können auch hingehen und dieses ZIP-Archiv kurz löschen, um etwas Platz zu sparen. So, ist weg. Ich werde jetzt das Ganze hier, dass ihr das ein bisschen näher zum Betrachten habt, mit Hilfe von Notepad++ editieren. Wenn du möchtest, kannst du das Ganze jetzt weiterhin hier über die Konsole erledigen. Ich schalte mich jetzt hier kurz via FileZilla auf meinen Server auf, via SSH. Hab dann hier eben meinen TM-Ordner und dann kann ich hier die Daten etwas schöner editieren, damit du besser mitkommst. Wir müssen jetzt Folgendes tun. Wir haben hier den Ordner User Data und darin befindet sich der Ordner Config. Hier haben wir jetzt eine Beispieldatei für die Konfiguration. Von dieser Datei können wir jetzt ein Duplikat anlegen. Dazu gehen wir einfach hin, kopieren hier oben mal kurz den Link raus und gehen in den Ordner direkt rein, also CD und dann den Ordnerpfad. So, ich kopiere jetzt einfach kurz die Datei, also CP, Leerzeichen, dann den Namen der Datei und benenne diese neue Datei nun dedicated-cfg.txt. So, habe eben jetzt die Datei hier kopiert und diese neue damit dann angelegt. Wenn wir wieder in FileZilla reingehen und hier das Ganze aktualisieren, dann haben wir jetzt hier diese Datei. Diese werden wir jetzt mit einem Editor editieren. Ich mache das Ganze jetzt hier über Notepad++. Ist für dich etwas schöner zu betrachten. Deswegen lade ich hier die kurz runter. Habe die jetzt hier auf meinem Desktop, kann die kurz editieren. Und dann haben wir hier in der XML-Variante die Konfiguration des Trackmania-Servers. Wer schon mal einen Trackmania-Server aufgesetzt hat, für den ist das Ganze jetzt hier altbekannt. Für den hat sich gar nichts geändert. Für die Neueinsteiger werden wir jetzt hier alles mal kurz durchgehen. Wir müssen jetzt hier als allererstes mal das Kennwort für den Super-Admin-Login, für den Admin-Login und für den User-Login abändern. Damit eben keine Fremden, falls sie irgendwie Zugriff zum Server bekommen können, eben sich hier anmelden können. Deswegen werden wir jetzt hier irgendein super sicheres Passwort hinterlegen und das Ganze können wir hier auch direkt nochmal kopieren und hier unten dann einfügen.
für die anderen beiden Nutzer. Ihr könnt natürlich auch hingehen und für jeden User-Login hier ein anderes Passwort hinterlegen. Das brauchen wir, wenn wir eben irgendwelche Datenbanken noch mit installieren möchten, also Rekordesysteme wie UASECO oder PyPlanet. Die loggen sich dann nämlich mit diesen Account-Daten hier ein. Ansonsten brauchen wir die für das Basis-Setup erstmal nicht. Dann kommen wir hier zum Master-Server-Login. Hier müssen wir nun die Account-Daten von der Player-Page eintragen, also diesen Account, den wir gerade eben erstellt haben. Bei Login tragt ihr hier den Login-Namen eures Server-Accounts ein und bei Passwort hier eben euer sicheres Passwort, was ihr dann von der Seite bekommen habt. Hier mal noch ein wirklich guter Tipp, denn es kann vorkommen, dass euer Passwort, was ihr dort erstellt bekommen habt, hier diese wunderbaren Größer- und Kleiner-als-Zeichen drin habt. Wenn ihr natürlich das hier reinschreibt, dann, wie ihr hier seht, ist die XML-Formatierung kaputt. Damit ihr das Ganze trotzdem nutzen könnt, habe ich hier noch folgenden Code, den ihr einfügen könnt. Das ist der hier. Den findet ihr auch unten in der Videobeschreibung bzw. auf meiner Homepage, denn hier sind ja auch zum Teil Zeichen enthalten, was bei YouTube nicht geht. Und wenn ihr dann hier euer Passwort einfügt, was eben die Größe und kleiner als Zeichen habt, dann wird es auch nachher korrekt erkannt. Also hier einfach Passwort eingeben. Anschließend können wir hier bei den Serveroptionen dem Server einen Namen geben. Hier funktionieren auch die Farbcodes aus dem Spiel, hat aber aktuell absolut keine Auswirkung, denn die Daten, die wir hier angeben, die sind nur zwar dem Server hinterlegt, werden aber im Spiel nicht angezeigt. Wir können also hier zum Beispiel Test Server reinschreiben. Wir sehen es dann nachher nicht im Spiel, aber wir sehen es hier zumindest in unserer Konfiguration, dass eben diese Konfiguration für den Testserver gedacht ist. Bei Comments können wir noch eine Beschreibung reingeben, die ebenfalls aktuell nicht im Spiel ersichtlich ist, aber hey, wir haben es dann schon mal drin. Wir können dann auch unseren Server hier nochmal verstecken, aber da es ja aktuell keinen sinnvollen Serverbrowser gibt, sehen wir das Ganze auch nicht. Wir können dann hier den Server verstecken. 0 ist standardgemäß drin, also er wird gezeigt. 1 ist versteckt und 2 ist versteckt von Nations. Wie ihr seht, die Beschreibung stammt noch von Nations Forever, also komplett nutzlos. Wir können hier die Slots einstellen. Wir können hier maximal 255 Slots zur Verfügung stellen. Mehr packt der Server einfach nicht. Standardgemäß steht sie auf 32, also 32 Personen können gleichzeitig auf dem Server spielen. Die Zahl könnt ihr jetzt frei bestimmen. Zwischen 1 und 255 könnt ihr jeweils eintragen. Dann haben wir hier noch die Slots für Zuschauer. Wir können also auch noch bis 255 Zuschauer auf den Server drauf loslassen. Also zwischen 1 und 255 könnt ihr hier eben eine Zahl eingeben, standardgemäß 32. Das passt jetzt hier mal so. Je nachdem, wie viele Slots ihr hier auch zur Verfügung stellt, muss euer Server etwas mehr Bums unter der Haube haben, dass eben der Server nicht laggt. Wenn ihr möchtet, könnt ihr hier für den Spielermodus als auch für den Zuschauermodus noch ein Passwort setzen, das man dann eben beim Beitreten eingeben muss. Ansonsten habt ihr hier noch Möglichkeiten eben zur Verfügung, die ihr hier frei anpassen könnt, wie zum Beispiel im Peer-to-Peer-Download und Upload für eben Skins und Co., Letter-Mode, ob man die Slots beibehalten soll, wenn man mal einen Zuschauermodus wechselt und so weiter und so fort. Das müssen wir jetzt hier in der Regel erstmal nicht anpassen. Lest es euch einfach durch. Ihr könnt es machen, müsst aber nicht. Was wir machen können, ist hier unten einmal eine Bandbreitenlimitierung noch einfügen, wenn ihr es eben von zu Hause aus hosten möchtet und eben nicht eure volle Internetbandbreite dem Server zur Verfügung geben möchtet, könnt dann hier auch etwas ausbremsen. Wenn ihr das Ganze aber in einem Rechenzentrum installiert habt und eine Gigabit-Anbindung zur Verfügung habt, dann macht ihr einfach noch eine 0 dahinter, damit wir hier auch auf jeden Fall eine Gigabit-Verbindung nutzen können für den reinen Datenaustausch von Skins, Maps und so weiter. Solltet ihr eine Multicore-CPU besitzen, dann könnt ihr auch hier die Anzahl der Kerne eingeben, die euer Server hat. Wir können jetzt hier zum Beispiel auch 2 eingeben. Damit läuft der Server definitiv ein Stück flotter. Weiter unten haben wir hier noch einen Peer-to-Peer-Cache. Das ist einfach der Zwischenspeicher des Servers, wo er sich eben Skins, Map-Mods und so weiter und so fort eben zwischenspeichert. Dieser ist hier festgelegt aktuell mit 600 MB. Wir können auch hier problemlos mal 4000 MB eingeben, dass der Server eben Map-Daten, die wichtig sind, dass eine Map schön aussieht, einfach zwischenspeichert und wenn ein Client das benötigt, auch dann diese liefern kann und der Client nicht von irgendeinem x-beliebigen Server, der eventuell aus sein kann, die Daten beziehen muss. Das ist einfach nur ein Zwischenspeicher, gab es bisher auch, kann man durchaus hier mal auf 4 GB belassen. Wer nicht so viel Speicher zur Verfügung hat, der beschränkt eben die Zahl etwas mehr.
Unten dran haben wir dann die Netzwerkanbindung. Wir können hier zum einen eine feste IP-Adresse noch mitgeben, falls wir das müssen. Standardgemäß brauchen wir das nicht, denn er nimmt einfach die IP-Adresse, die er gerade vom System her nutzen kann. Was ihr aber machen solltet, ist hier den Port noch abändern. Ich gehe immer hin und nehme hier den Standardport und mache immer dann plus 2 pro neuer Server und beginne beispielsweise hier bei 2354 mit den Ports. Dieser Port, den ihr hier eintragt, muss auch schlussendlich bei eurem Router beispielsweise freigegeben sein, wenn ihr es selber von zu Hause aus hostet. Und wenn ihr das Ganze übers Rechenzentrum betreibt, dann muss der Port hier in eure Firewall freigeschaltet werden. Denn über diesen Port verbinden sich dann nachher die Clients. Ansonsten müssen wir hier jetzt nichts mehr groß weiter einstellen. Wir können hier noch beispielsweise einen Game-Server-Hostname eintragen, der ebenfalls nirgendwo zu sehen ist. Wir können hier eine URL noch angeben, die ebenfalls nirgendwo zu sehen ist. Und wir können hier den XML-RPC-Port noch festlegen. Dieser wird benötigt, damit eben Drittsoftware wie zum Beispiel AdminServe oder RemoteCP Zugriff auf den TM-Server erhalten können. Wir tragen hier einfach die 5004 ein. Dann seht ihr hier auch das Muster. Wir haben hier immer eine 4 am Ende. Ist eigentlich relativ gut zu merken. Und dass das Ganze eben funktioniert, müssen wir das Ganze noch auf True stellen. Wenn ihr allerdings nur einen Basisserver betreiben möchtet, ohne jegliche Erweiterung, dann könnt ihr das Ganze hier auch auf False belassen. Dann ist das Ganze hier auch eine Nummer sicherer, denn man hat keine Zugriffsmöglichkeiten darüber. Wichtig auch hier, wenn ihr den Server von außen steuern möchtet, muss dieser Port ebenfalls in der Firewall freigeschaltet sein bzw. im Router geöffnet. Meine Empfehlung ist für das Ganze hier, das Ganze nicht direkt aus dem Internet zugänglich zu machen. Wir müssen es ja den Hackern nicht unbedingt so einfach machen. Ihr könnt ja auch noch Blacklisten und Whitelisten bzw. Guestlisten hinterlegen, wenn ihr andere Listen verwenden möchtet, als die, die der Dedicated Server gleich anlegen wird. Okay, ihr habt noch weitere Einstellungsmöglichkeiten hier zwar zur Verfügung, lest es euch durch, wenn ihr es braucht, gebt hier die Daten an. In der Regel für eine Standardinstallation brauchen wir das Ganze nicht. Deswegen können wir jetzt hier die Datei einmal speichern. Machen wir das Ganze zu und laden nun diese Konfiguration wieder auf unseren Server hoch. Also gehen wir hin, ziehen die Textdatei einfach wieder rüber auf unseren Server, sagen überschreiben und schon sind wir durch. Nun muss unser Server natürlich noch Maps erhalten, denn aktuell befinden sich im Dedicated Server absolut keine Maps und ohne Maps können wir den Server nicht starten. Deswegen gehen wir hin und gehen hier in den Ordner User Data, gehen dann hier in den Ordner Maps und legen uns hier einen neuen Ordner an, dass wir hier ein bisschen Übersicht behalten können. Nennen diesen einfach mal Download und gehen dann hier rein. In diesen Ordner laden wir nun Maps rein. Die könnt ihr zum Beispiel von Mania Exchange oder Trackmania Exchange oder wo auch immer her besorgen oder eigene bauen. Ist natürlich am kreativsten. Wie gesagt, wir kriegen hier welche aus Trackmania Exchange auch. Wir können auch dann die Webseite hier besuchen und hier unsere Maps runterladen. Ich habe jetzt hier einfach mal meine geöffnet als Beispiel. Ich kann dann hier sagen Download und speichere das Ganze mal ab. So, das soll ich jetzt hier im Download-Ordner eigentlich drin haben. Jawohl, da haben wir die Map. Schieben die einfach rüber in den Ordner. Und damit war es das. Ihr könnt jetzt hier so viele Maps eben reinschieben, wie ihr möchtet. Ist jetzt nur gleich ein kleiner Aufwand, das Ganze eben in die Tracklist reinzupflegen, die wir dann gleich erstellen werden. Deswegen vielleicht am Anfang mal nicht gleich 100.000 Maps da reinschieben. Wir gehen, nachdem wir dann alle Maps hier reingefügt haben, die wir benötigen, in den Ordner Match Settings und finden auch hier wieder eine Example-Datei, also eine Beispieldatei, die wir jetzt erstmal kopieren werden und diese dann editieren. Dazu gehen wir wieder hin, kopieren hier oben uns den Link, gehen zurück in unser Terminal und gehen dann eben in den Pfad rein, also User Data Maps Match Settings und geben auch hier wieder cp, dann example.txt und nennen diese Datei nun tracklist.txt. Drücken Enter und schon haben wir hier eine neue Datei angelegt, die sich jetzt tracklist.txt nennt. Diese können wir nun ebenfalls anpassen. Wir laden die jetzt einfach kurz runter. Öffnen diese mit Notepad++ und dann seht ihr auch hier eben schon die Vorlage.
Wie ist das Ganze aufgebaut? Wir haben hier oben den Game-Modus, den könnt ihr anpassen, wenn ihr möchtet und wenn ihr wisst, was ihr hier alles angeben müsst. Jetzt zu Beginn reicht es uns, indem wir hier eben die Maps eintragen, die wir jetzt gerade hochgeladen haben. Diese Beispiele, die jetzt hier drin stehen, die existieren nicht in Wirklichkeit, deswegen müssen wir auf jeden Fall das hier jetzt durch echte Werte ersetzen. Ansonsten wird der Server nachher nicht starten. Wir haben jetzt eine Map eben hochgeladen, deswegen können wir hingehen, den ganzen Kram, den wir hier nicht brauchen, einfach löschen. Und dann müssen wir hier nur noch diesen Inhalt hier editieren. Und zwar haben wir ja unsere Maps in den Ordner Download reingeladen und das ist eben hier jetzt der Name der Map. Diesen kopieren wir uns jetzt mal komplett, gehen zurück in Notepad++ und sagen hier einmal, der Ordner ist Download und der Map-Name ist eben folgender. So, denn die Datei an sich, die guckt einfach einen Ordner drüber nach. Also das ist ihr Hauptordner. Hey, gibt es hier den Ordner Download? Ja, den gibt's. Und hier drin gibt es dann auch die Map, die wir hier angegeben haben. Wenn ihr jetzt eben weitere Ordner angelegt habt, wo eben Maps drin sind, dann kopiert ihr hier einfach die Zeile, fügt drunter das Ganze ein, machen wir das Ganze noch hübsch, so, und gebt hier einfach den Ordnernamen zum Beispiel Download 2 ein und dann eben den Map-Namen. Wichtig hierbei, gebt den Map-Namen wirklich so an, wie sich die Datei nennt, also die heißt hier so. Gebt hier auf keinen Fall irgendwelche Farbcodes oder sonstiges an, die ihr zwar im Spiel seht, die aber die Datei hier vom Namen her nicht hat. Also wirklich hier 1:1 den Dateinamen dann reinschreiben. Ich habe jetzt nur die eine Map, deswegen gibt es hier auch nur den einen Eintrag. Drückt wieder auf Speichern und dann laden wir das Ganze kurz nochmal auf den Server hoch. So, überschreiben, jawohl, okay, das war's. Wunderbar. Jetzt ist eigentlich unser Server tatsächlich schon startklar. Aber wir müssen ihm noch ein bisschen beim Starten unter die Arme greifen. Deswegen können wir hier einmal in das Hauptverzeichnis des TM-Servers wieder reingehen und finden hier dann eben zwei Dateien. Zum einen haben wir hier die Startdatei für den Linux-Server. Die brauchen wir jetzt hier im Tutorial. Für die Windows-Fraktion haben wir hier auch eine Exe, mit der wir dann eben auf dem Windows-Server das Ganze starten können. Wir müssen aber hier dem Server noch ein bisschen unter die Arme greifen, denn er weiß aktuell gar nicht, was er starten soll. Deswegen gehen wir zurück in unser Terminal, gehen dann hier wieder in den Hauptordner, kürzen das Ganze ab, nehmen wir hier einfach den Pfad. So. Also hier haben wir eben unseren Hauptordner mit den zwei Serverdateien. Wir werden uns nun eine Startdatei anlegen, die eben alle notwendigen Informationen beinhaltet und damit können wir den Server sehr einfach starten. Deswegen gehen wir hin und sagen einmal Nano für den Editor Nano und legen uns die Startdatei starten.sh an. Könnt ihr so benennen, wie ihr möchtet. Wir gehen dann auf Enter und geben hier unseren Startbefehl ein. Dieser ist wie folgt aufgebaut. Wir starten hier auf dem Linux-System den Trackmania Server, den wir ja drin haben, sagen hier bei Titel, wir möchten gerne Trackmania spielen. Als Tracklist haben wir hier dann eben die Game Settings eben angegeben mit dem Ordner Match Settings, wo ja die Konfiguration drin liegt und diese nennt sich tracklist.txt. Die haben wir jetzt gerade ja noch angelegt. Dann haben wir hier als allgemeine Serverkonfiguration die Dedicated CFG. Diese nennt sich Dedicated CFG und befindet sich auch im Konfigurationsverzeichnis. Diese Datei haben wir ja vorhin zuerst angelegt. Die Windows Server Fraktion, die geht jetzt einfach hin und baut sich eine Startdatei einfach mit der Exe zusammen. Also hier haben sie dann Trackmania Server.exe stehen und fügen einfach diesen Kram hier hinten auch mit dazu, denn das ist bei euch dann 1:1 identisch. Dort müsst ihr nichts anderes angeben. Wichtig dabei, nach trackmania.exe muss hier ein Leerzeichen dazwischen. Diesen ganzen Startbefehl findet ihr auch auf meiner Homepage in der ausführlichen Textbeschreibung. Wir gehen dann hin, speichern diese Datei kurz ab, also Steuerung X, ein Y zum das Ganze bestätigen und Enter. Und dann haben wir unsere Startdatei schon angelegt. Damit wir diese nun ausführen können, ein chmod Leerzeichen plus X und dann den Namen der Startdatei, also hier starten.sh. Wunderbar. Damit ist unser Server startklar und wir können mal gucken, ob das ganze Ding nun hochfährt. Dazu geben wir ein /starten.sh. Die Windows-Fraktion macht einfach einen Doppelklick auf ihre Verknüpfung bzw. ihre Startdatei. Wir drücken Enter. Und der Server sollte nun starten. Wir kriegen jetzt hier kurz einen Log angezeigt, allerdings nicht allzu viel.
Und ab und zu bleibt das Ganze leider hier ein bisschen im Terminal hängen. Da hilft es ab und zu, wenn wir nochmal Enter klicken. Und dann kriegen wir hier auch irgendwann unsere Eingabeaufforderung wieder zurück. Wir können auch einmal in FileZilla nochmal reinsehen. Unser Ordner hier, wenn wir den aktualisieren, der hat dann noch ein paar weitere Ordner und Daten mit dazu bekommen. Dann gibt es hier den Ordner Logs beispielsweise. Wenn wir hier reingehen, dann sollten wir jetzt hier auch den Log des aktuellen Servers finden. Ich habe jetzt hier zum Beispiel auch noch meinen Account gerade eben hinterlegt, dass ihr eben auch nicht mein Passwort seht, weil ich kann es ja nicht ändern. Und der hat jetzt auch erfolgreich gestartet, weil wir haben jetzt hier auch zwei Logdateien. Wir können uns diesen Log auch mal kurz runterladen und mal kurz da reingucken, was denn da so ein bisschen drin steht. Und dann sehen wir auch hier, er hat dann eben unsere Konfiguration hier erfolgreich geladen, hat sich dann bei Ubisoft erfolgreich anmelden können mit den Serverdaten, die wir eingegeben haben. Hat auch erkannt, ja, wir sind hier in einem privaten Netzwerk, alles gut. Und er hat hier auch unsere Map-Konfiguration erfolgreich geladen. Im anderen Log haben wir eigentlich momentan 1 zu 1 das gleiche drinstehen, nur etwas kürzer. Server ist gestartet und aktuell läuft eben unsere eine Map. Wunderbar. Gut, damit sollte auch der Server laufen. Wir haben jetzt hier eben kein weiteres Feedback. Wir können jetzt hier nochmal in den Task Manager reingehen und gucken, dass der Prozess läuft. Wer allerdings Windows nutzt, der hat das CMD-Fenster weiterhin dann offen und dort wird auch der aktuelle Log des Servers angezeigt. Wunderbar. Doch jetzt momentan haben wir den Server aktuell nur gestartet. Er ist aber noch für keinen Spieler erstmal erreichbar. Damit das Ganze funktioniert, müssen wir ihn noch der Welt eben zur Verfügung stellen. Das müssen wir allerdings jetzt in-game tun. Deswegen habe ich jetzt mich hier einmal in TrackMania 2020 angemeldet mit meiner Club Edition. Ich kann jetzt hier auf Clubs gehen und kann dann hier einen neuen Club erstellen oder einen, den ich schon habe, eben bearbeiten. Ich nehme jetzt hier einfach meinen Game Mania Club. Ich kann dann hingehen, kann hier auf dieses Plus-Symbol gehen, was ich eben machen kann, weil ich Admin dieses Clubs bin und kann dann sagen, ich möchte gerne einen neuen Raum haben. Dann wähle ich hier aus, ich hätte gerne einen dedizierten Server. Kann er hier bei Raumname den wirklich im Spiel angezeigten Servernamen angeben und hier kann ich auch tatsächlich dann meine Farbcodes verwenden. Also um das Ganze mal kurz schwarz zu machen, also einfach $000 Test Server. So, dann habe ich hier meinen Test Server drin stehen. Maximal können wir hier allerdings nur 20 Zeichen dann nachher reinmachen und müssen dann auch noch den Server-Account auswählen, den wir eben auf der Player-Page angelegt haben. Den sehen wir dann nämlich hier. Wenn wir die Liste aufklappen, dann sehen wir auch, welche Server hier schon belegt sind. Die sind dann in Rot mit einem X gekennzeichnet. Alle verfügbaren Server sind dann eben hier mit einem grünen Haken und alles in Grün versehen. Deswegen, wir haben jetzt hier den Mixed Map Server einfach kurz ausgewählt, den ich jetzt hier noch zur Verfügung habe. Und dann kann ich hier sagen, Raum erstellen. So, dann ist der Server hier drin. Wir haben jetzt hier eben einen neuen Button im Spiel dazu bekommen. Der nennt sich eben jetzt Testserver und einen Raum. Und dann kann ich den andrücken. Ich kriege dann hier die Serverübersicht angezeigt mit dem Servernamen, mit der einen Map, die sich darauf befindet. Und dann kann ich hier sagen, beitreten. Und da ich jetzt schon in meinem Router die Ports freigegeben habe und ich dann mich auch hier im lokalen Netzwerk befinde, kann ich jetzt beitreten. Er lädt den Server und er lädt dann schlussendlich die Map. So, damit sind wir auch schon auf dem Server drauf. Wir können nachgucken, wie ist meine Ping? Ja, schwankt. Zwischen 2 und 10. Warum so komisch? Keine Ahnung, aber es funktioniert. Damit sind wir eigentlich auch komplett durch mit dem Tutorial. Ich möchte euch nun noch kurz zum Schluss einen Tipp geben, der euch dann für die weiteren Tutorials auch helfen wird. Wir gehen noch einmal hin und gucken uns die Logs noch einmal an. Sprich, wir aktualisieren hier kurz die Logs und laden diese uns noch mal kurz runter. Denn wir werden jetzt hier gleich was Wichtiges sehen, was euch nachher helfen wird. Wir öffnen noch mal kurz den Log und dann finden wir hier unten die Nachricht, dass ich eben dem Server beigetreten bin. Doch ihr seht nicht, ich mit meinem in-game sichtbaren Spielernamen bin beigetreten, sondern ein Player mit einer Player-ID.
Denn diese Player-ID ist euer wirklicher Name, der eben von Ubisoft kommt. Und diese ID braucht ihr eben dann für die anderen Datenbanksysteme, eben Rekordeverwaltungssysteme wie UASIC und PyPlanet. Denn damit könnt ihr euch nachher zum Admin setzen. Auf diesem Weg kommt ihr sehr, sehr schnell da dran. Deswegen, bevor ihr jetzt googelt, wie ist meine Ubisoft Player-ID für Trackmania, guckt einfach in den Log rein. Dort seht ihr es direkt. Ihr seht dann auch die IP-Adresse, mit der ihr gerade auf den Server beigetreten seid. Ihr seht auch dann hier vorne eben den Zeitstempel, könnt dementsprechend sicher gehen, dass ihr das seid. Ihr seht auch diese Player-ID im Spiel, wenn ihr dann auf den Namen klickt. Nur hier können wir es direkt wegkopieren. Deswegen ist das Ganze dann hierüber etwas einfacher. Damit sind wir aber jetzt wirklich am Ende dieses Tutorials. Ich hoffe, es hat geholfen. Ich hoffe, es hat gefallen. Wenn ja, dann lasst das Däumchen nach oben da. Wenn noch Fragen da sind, gibt es unten die Videokommentare. Wenn ihr sonst irgendwelche Probleme zum Beispiel noch mit dem Server habt, dann wendet euch im Trackmania-Forumsbereich im Ubisoft-Forum an die Leute, denn die können euch weitaus besser helfen als ich. Die sind auch sehr schnell mit Hilfen. Also wenn ihr übliche Probleme habt, dann wartet ihr nur vielleicht 1 oder 2 Stunden und habt in der Regel eure Antwort dort. Wie gesagt, wir werden jetzt hier keine weiteren Rekordeverwaltungssysteme aufsetzen. Das würde jetzt auch den Rahmen des sowieso schon lang genug Videos sprengen. Ich habe dann dort eben noch weiterführende Videos dazu auf Lager. Bis dahin wünsche ich euch viel Spaß mit eurem Trackmania 2020 Dedicated Server. Hinterlasst noch ein Abo, dann verpasst ihr keine Videos mehr zu den Rekordeverwaltungssystemen. Und ansonsten empfehle ich natürlich den kleinen Kanal hier an eure Freunde noch weiter, soweit die auch noch einen Server betreiben möchten. Wenn euch langweilig ist und ihr habt keinen Club-Access, dann geht doch einfach mal hin, besucht meine Server. Ich bin auch so freundlich und sage hier schon mal offen und ehrlich, ohne jetzt hier Werbung machen zu wollen. Ihr könnt mir eure Maps schicken und ich schiebe die dann bei mir auf die Server drauf. Alle Informationen findet ihr ebenfalls dazu auch in der Videobeschreibung, zum Beispiel auch zu meinen Servern und wie ihr mir Maps zukommen lassen könnt. Bis dann, wie gesagt, viel Spaß mit den Servern und hau rein.